So, wir kommen zur Teilaufgabe Nummer, ja, eigentlich Nummer 2. Hier steht es Nummer 1, aber soll uns nicht weiter stören. Und zwar sollen wir in dieser Teilaufgabe die Funktion f von a rechnerisch auf Extremstellen untersuchen und auch deren Art herausfinden. Und auch hier wollen wir uns zunächst mal verinnerlichen, was wir denn dabei eigentlich machen. Dazu zeichnen wir uns wieder unser Koordinatensystem, was wir eben auch schon hatten, uns auch wieder mit der gleichen Funktion, die wieder nichts mit f von a oder g von a zu tun hat, sondern eben nur zur Veranschaulichung dient. Und zwar wollen wir uns jetzt erstmal überlegen, was eine Extremstelle denn überhaupt ist. Und zwar sind Extremstellen solche Punkte, wie wir eben hier einen haben, nämlich Punkte, in deren Umgebung eben kein anderer Funktionswert ist, der entweder eben höher oder tiefer liegt. In diesem Fall hier haben wir zum Beispiel einen Hochpunkt gegeben. Und das heißt, in der Umgebung von diesem Punkt gibt es eben keine Punkte, die eben einen größeren Funktionswert besitzen als dieser Punkt selbst. Das ist gerade die Definition eines Hochpunkts. Anschaulich sind das dann eben gerade solche Berge oder eben, wenn man einen Tiefpunkt hat, solche Täler. Und diese Dinger wollen wir jetzt eben gerade suchen. So. Das Besondere an einem Hochpunkt ist, man sieht es auch vielleicht hier schon, dass die Steigung in diesem Punkt 0 ist. Ja, wenn ich jetzt hier eine Tangente an diesem Punkt anlegen wollte, dann wäre das gerade eine waagerechte Tangente und das heißt, in diesem Punkt haben wir eben gerade eine Steigung von 0. Und das ist auch gerade das Kriterium, mit dem wir auf solche Hochpunkte eben schließen können, also mit denen wir solche Hochpunkte finden. Und zwar betrachten wir die Ableitungsfunktion der Funktion f von a. Warum? Ganz einfach, die Ableitungsfunktion ist ja nichts anderes als die Steigungsfunktion der Funktion f von a, nicht f von a, sondern fa. Und wir haben gerade gesagt, die Steigung muss bei so einem Hochpunkt oder auch bei einem Tiefpunkt, also generell bei einem Extremum, muss die Steigung eben gleich 0 sein. Und von daher können wir eben diese Ableitung verwenden und eben gleich 0 setzen. Ups, das wollte ich noch nicht. Und eben gleich 0 setzen, um eben solche Hochpunkte bzw. Tiefpunkte, also generell Extremstellen, zu finden. Weil wir damit eben gerade sagen, okay, die Steigung soll gleich 0 sein. So, das heißt, wir benötigen jetzt die Ableitung. Das heißt, wir nehmen jetzt zunächst mal wieder die Funktion, die wir vorher hatten, nämlich die Funktion fa von x, die gegeben ist durch 1 geteilt durch a hoch 3 mal x mal in Klammern ax Quadrat minus x. Und diese wollen wir jetzt eben gerade einmal ableiten, damit wir die Ableitungsfunktion bekommen. Damit das Ganze etwas einfacher abzuleiten ist, kann man das x jetzt hier in die Klammer reinziehen, also einfach rein multiplizieren. Dann sieht das Ganze etwas freundlicher aus. Und zwar hat man dann fa von x ist gleich 1 geteilt durch a hoch 3 mal in Klammern ax hoch 3 minus x Quadrat. So, und das jetzt abzuleiten ist nicht sonderlich schwierig. 1 geteilt durch a hoch 3 ist ein konstanter Vorfaktor, bleibt also einfach vorne stehen. Da müssen wir nur noch die Teile in der Klammer ableiten. Naja, ax hoch 3 abgeleitet, die 3 ziehe ich nach vorne, oben im Exponenten nehme ich minus 1, dann bleibt da 3ax Quadrat. Und bei den x hoch 2 genauso, da kommt auch die 2 nach vorne und im Exponenten nehmen auch 1 weniger, dann haben wir da minus 2x noch stehen. Und das ist eben gerade die Ableitungsfunktion dieser Funktion und die gibt uns gerade eben die Steigung dieser Funktion wieder. Und wir haben jetzt eben gesagt, wir suchen einen Hochpunkt oder einen Tiefpunkt oder generell ein Extremum. Das heißt, wir suchen Stellen, an denen die Steigung gleich 0 ist. Das heißt, das hier ist schon mal unsere notwendige Bedingung, damit an einer bestimmten Stelle überhaupt ein Extremum vorliegen kann. Also, dass an dieser Stelle gerade die Ableitung gleich 0 ist. So, jetzt geht das Ganze wie bei den Nullstellen vom Prinzip her. Und zwar setzen wir jetzt einfach für die Funktion fa', also für die Ableitungsfunktion, setzen wir jetzt eben gerade diese gerade herausgefundene Funktion ein und lösen das Ganze eben nach x auf. So. Um das Ganze jetzt wieder nach x aufzulösen, verfahren wir wie vorhin auch wieder. Wir klammern erstmal wieder ein x aus. Dann haben wir 1 geteilt durch a hoch 3 mal x in Klammern 3ax minus 2. Und jetzt können wir eben wieder den Satz vom Nullprodukt anwenden. Genau das gleiche, was wir eben auch gemacht haben. Produkt 0, wenn Faktor 0. Das heißt, entweder x ist gleich 0 oder eben 3ax minus 2 ist gleich 0. Hier aus dieser ersten Gleichung bekommen wir dann direkt unsere erste potenzielle Extremstelle und zwar x1 gleich 0. Und aus dieser zweiten Gleichung bekommen wir eben unsere zweite potenzielle Extremstelle, eben durch einfaches Umstellen, indem wir die 2 hier rüberziehen und durch 3a teilen, erhalten wir dann x2 ist gleich 2 geteilt durch 3a. So, ich habe schon bewusst nur potenzielle Extremstellen gesagt, weil wir eben noch nicht wissen, ob das Extremstellen sind. Denn dieses Ding, dass die Steigung gleich 0 sein soll, ist nur eine notwendige Bedingung. Das heißt, das muss sein, damit dort ein Extremum liegen kann, aber es reicht noch nicht, um eindeutig zu sagen, okay, da liegt ein Extremum. Es gibt da diesen tollen Basketballvergleich, den man des Öfteren auf verschiedenen Webseiten liest. Und zwar, wenn ein Basketballkorb in einer Halle hängt, dann ist das zwar notwendig, um in dieser Halle Basketball zu spielen, aber nur weil der Korb da hängt, muss in dieser Halle nicht zwangsweise Basketball gespielt werden, sondern es könnte auch Fußball drin gespielt werden. Und genauso ist das bei den Extrempunkten eben auch. Nur weil die Ableitung an dieser Stelle eben 0 ist, ist da zwar die Möglichkeit für ein Extremum gegeben,
aber es muss noch kein Extremum da sein. Und deswegen brauchen wir jetzt eben auch eine hinreichende Bedingung, die uns letztendlich sagt, ob da wirklich ein Extremum ist. Und diese hinreichende Bedingung ist durch die zweite Ableitung gegeben, und zwar definiert man da, auch was definiert man da, und zwar kann man da sagen, dass die zweite Ableitung der Funktion, wenn die an der Extremstelle, an der potenziellen Extremstelle, die wir gerade gefunden haben, kleiner als 0 ist, dann haben wir einen Hochpunkt. Oder wenn diese Ableitung an der potenziellen Extremstelle größer als 0 ist, dann haben wir einen Tiefpunkt. Das Ganze hat mit dem Krümmungsverhalten zu tun, und zwar kann man jetzt zum Beispiel sagen, wenn die Krümmung der Funktion, die zweite Ableitung gibt nämlich gerade die Krümmung wieder, wenn die kleiner als 0 ist, dann macht meine Funktion eine Rechtskurve. Genau das, was diese Funktion hier macht. Ja? Wenn man überlegt, wenn man diese Funktion mit einem Auto nachfahren würde, dann muss man eine Rechtskurve fahren. Und durch diese Rechtskurve bekomme ich eben gerade eben nur einen Hochpunkt hin. Und deswegen ist, wenn die zweite Ableitung kleiner 0 ist, eben gerade ein Hochpunkt vorhanden. Und andersrum, wenn die zweite Ableitung größer 0 ist, eben gerade ein Tiefpunkt. Also das Ganze hat mit Krümmungsverhalten zu tun. So kommt man auf diese Gleichung. Wir nehmen das jetzt mal einfach so hin. Das heißt, wir müssen die zweite Ableitung noch nehmen, um zu überprüfen, ob wir an diesen Stellen wirklich Extremstellen haben. Das ist dann eben das so eine, die, das ist dann eben die sogenannte hinreichende Bedingung oder hinreichendes Kriterium. Und ja, dazu müssen wir jetzt erstmal die zweite Ableitung bilden. Also wir suchen fa' von x und dazu müssen wir eben gerade dieses Teil hier oben nochmal ableiten. Naja gut, gleiches Spiel wie vorher. 1 durch a hoch 3 ist ein konstanter Vorfaktor, bleibt vorne stehen und wir müssen eben nur die Klammer ableiten. Die Klammer abgeleitet sind gerade 6ax minus 2. Unter diese zweite Ableitung setzen wir jetzt eben gerade unsere potenziellen Extremstellen ein. Das wäre zum einen die Extremstelle x1 ist gleich 0. Wenn ich 0 in diese zweite Ableitung einsetze, erhalte ich gerade minus 2 geteilt durch a hoch 3. Und unsere andere potenzielle Extremstelle ist eben gerade 2 geteilt durch 3a. Die setzen wir jetzt eben auch in diese zweite Ableitung ein und erhalten 2 geteilt durch a hoch 3. So, was sagt uns das jetzt? Naja gut, wir schauen wieder auf diese beiden Bedingungen hier oben. Wenn die zweite Ableitung an der Extremstelle kleiner als 0 ist, haben wir einen Hochpunkt. Und wenn die zweite Ableitung an der Extremstelle größer als 0 ist, haben wir einen Tiefpunkt. Jetzt haben wir hier natürlich das Problem gegeben, dass das Ganze hier von a abhängig ist. Ja, wir haben hier noch ein a drin und hier noch ein a drin, aber das ist gar nicht so schlimm. Und zwar erkennen wir, okay, wir haben hier oben eine negative Zahl und hier unten a hoch 3. Solange a eine positive Zahl ist, ist dieses komplette Ding hier eine negative Zahl. Denn eine negative Zahl durch eine positive Zahl ist wieder eine negative Zahl. Von daher, solange a größer als 0 ist, denn dann ist auch a3 größer als 0, habe ich hier eine negative Zahl und damit bei 0 einen Hochpunkt. Sobald a aber kleiner als 0 ist, habe ich hier im Nenner auch eine negative Zahl und eine negative Zahl durch eine negative Zahl gibt eine positive Zahl, dann wäre meine zweite Ableitung an der Stelle 0 größer als 0 und dann hätte ich dort einen Tiefpunkt. Analog dazu bei der anderen potenziellen Extremstelle und zwar bei 2 geteilt durch 3a. Da bekomme ich dann eben in der zweiten Ableitung den Wert 2 geteilt durch a hoch 3. Wenn a in diesem Fall größer als 0 ist, dann ist a hoch 3 auch größer als 0. Dann habe ich eine positive Zahl durch eine positive Zahl. Dann bekomme ich eine zweite Ableitung, die größer ist als 0 und damit nach diesen Kriterien hier eben gerade einen Tiefpunkt. Oder a ist kleiner als 0, dann ist auch a hoch 3 kleiner als 0 und dann habe ich hier eine positive Zahl durch eine negative Zahl, dann ist dieses Ding hier kleiner als 0 und nach diesen Kriterien bekomme ich dann eben gerade einen Hochpunkt. Das sind eben sozusagen dann unsere ja, Gleichungen, die wir eben ausschreiben und eben diesen schönen Text noch daneben pinselt würden. Also genau das, was ich gerade eben gesagt habe, wenn a und a so und so groß ist, dann das und das und wenn a so und so groß ist, dann das und das. Das würde man jetzt hier noch daneben schreiben und damit wäre eben dann auch diese Aufgabe gelöst. So, ja, dann geht's gleich weiter mit der nächsten Teilaufgabe und ich hoffe, du bist dann auch dabei. Bis gleich.